Guten Morgen, liebe Freunde, liebe Kobe X Mona Army. Was geht ab, Leute? Hi. Meine Haare sehen komplett Mist aus. Ich muss gleich erstmal schnell duschen. Ich wollte einfach nochmal guten Morgen sagen und hoffentlich kriege ich den hier. Nein, kriege ich nicht, ne? Doch, man kriegt den drauf. Seht ihr diesen unfassbaren Lichtstrahl, der hier einfach durch die Sonne reinkommt? Ich finde das so faszinierend. Sieht einfach so mega cool aus. Aber kommt mal kurz mit. Wir gehen mal kurz zur Mone, der guten Morgensaaten. Wir sind nämlich gerade Frühstück am Vorbereiten mit Chris. Guten Morgen. Morgen, Leute. Mone macht gerade schön Rührei. Ja. Und ich mache jetzt Bacon. Was machst du, Chris? Ich decke den Tisch. Er deckt den Tisch. Okay. So. Hier hast du geschlafen? Gut. Ja? Ja. Ich eigentlich auch. Hier schläft man immer ganz gut. Meine Haare, ich gehe jetzt echt gleich duschen. Ich sehe so Okay, Leute, wir sitzen mittlerweile im Auto. Es ist sehr, sehr, sehr viel Zeit vergangen. Man sieht, es ist stockdunkel draußen. Wir haben einfach heute den ganzen Tag gechillt. Gar nichts gemacht. Ich habe, glaube ich, fast die halbe Zeit auf der Couch einfach nur geschlafen. Die zwei haben irgendwelche Serien geguckt. Und es war einfach nur mega entspannt. Jetzt sitzen wir gerade im Auto. Chris ist im Auto vor uns. Wir fahren jetzt in eine Shisha-Bar, die ein bisschen weiter weg ist, aber auf dem Weg halt zu uns nach Hause ist. Und dann fahren wir danach getrennte Wege. Chris fährt zu sich nach Hause, wir fahren zu uns nach Hause. Lassen jetzt den Abend noch ein bisschen ausklingeln. Gegessen haben wir noch nichts. Ich bin immer noch mega voll vom Frühstück. Ich meine, wenn man erst um 2 Uhr oder 3 Uhr frühstückt, dann hält das natürlich auch lange an. Langfahren, hier sind mega viele Einkaufszentren. Vor allen Dingen, hätten wir nicht da langfahren, also ich kenne mich ja jetzt hier nicht so aus, gut, ne Chris, aber hätten wir nicht da gerade ausgemusst, dann wären wir doch viel schneller, aber naja. We don't know. Jetzt fahren wir auf jeden Fall erstmal und nochmal ganz kurz ein kleines Update zu unserer Wohnungssuche. Wir suchen weiter, wir sind motiviert, wir geben auf jeden Fall die Hoffnung nicht auf, auch wenn das mit der anderen Wohnung leider nicht geklappt hat. Wir suchen und suchen und suchen. Wir haben auch wieder ein paar schöne Wohnungen gefunden, wo aber jetzt halt echt gar nichts, also wir wollen jetzt nicht irgendwie was sagen, da ist irgendwas. Wir gucken einfach nur, wir haben unsere Bewerbung in Anführungszeichen rausgeschickt. Rausgeschickt und hoffen halt jetzt, wir warten auf ein paar Antworten und gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, mal sehen. Mal sehen. Wir geben weiter die Hoffnung nicht auf. Nein, ihr kennt uns doch, Leute. Wir sind immer positiv. Immer. Immer. Müsst ihr auch immer sein. Genau. Immer das Beste aus allem machen. Okay, ja, sonst kommt man jetzt nicht weiter. Gehen wir jetzt mal schmucken. Ja, eine Shisha. Auch. Shishan einfach. Piu. Nein, du wolltest noch was sagen? Nein, so war das. Ich meinte nur so, tschüss. Tschüss. So, und da sitzen wir auch schon wieder im Auto. Oh, meine Haare. Oh Gott, deine Haare. Ich habe meine Cap nicht auf. Das sieht schrecklich aus. Wir sitzen, okay, ich bin wieder da. Ja? Oh, fresh. Fresh, baby. Wir sitzen auf jeden Fall jetzt wieder im Auto, schon seit gut fast 1,5 Stunden. Eine Stunde, bisschen mehr. Ja. Sind auch jetzt schon fast zu Hause. Wir haben uns jetzt gerade dazu entschieden, weil wir jetzt gleich nicht zu Hause noch irgendwie was kochen wollen, machen wir einfach ganz kurz einen Abstecher kurz bei McDonald's. Aber wir machen so cheatmäßig so, wir fahren zu McDonald's, weil da gibt es leckerere Salate. Er holt sich nämlich einen Salat und dann fahren wir danach zu Burger King. Da hole ich mir dann einen Burger, den es nur bei Burger King gibt. Das war der Chili Cheeseburger. Den liebe ich über alles. Und dann werden wir da essen. Ganz schnell und dann geht's ab nach Hause. Ich freue mich. Ich überlege gerade, wie ich mir früher, als ich noch nicht auf meine Ernährung geachtet habe, lange Zeit, habe ich mir immer so die Sachen gemacht, also die Sprüche geklopft. Die Leute, die zu Mc's gehen, Salat essen, sind auch völlig Banane. Ne? Und jetzt mache ich es einfach selber. Einfach okay. Nur, weil, also das ist ja auch so, weil wenn man sich... Oh, Blitzer! Habt ihr das Geräusch gehört? Das Bing Bing! Das Blitzer, Blitzer, Blitzer. Ein 90er Blitzer, was ist das denn? Wo denn? Hä? Wo ist denn hier? Hier, auf der Strecke 90. Ah ne, da rechts, okay. Rechts. Was wollte ich jetzt sagen? Genau. Habe ich mich früher, also mich würde, mein früheres Ich würde mich jetzt wirklich verrückt halten. Yeah. Für verrückt erklären. Yeah. Aber ja, ich will ja, ich habe ja gesagt, ich will abnehmen und läuft auch schon sehr, sehr gut. Aber Leute, ich muss echt sagen, auch jetzt hier an dich, Bibi, ich bin echt, echt, echt stolz auf ihn. Wirklich, hätte ich nicht gedacht. Er hat fast jetzt, also in 2 Wochen, fast 10 Kilo abgenommen.
Überlegt euch das mal. Nicht vielleicht sieht, man sieht es, aber es ist wirklich so. Wir haben ihn auf die Waage gestellt und 2 Wochen später wieder. Es sind fast 10 Kilo gewesen. Und das ist schon. Da wurde gerade jemand geblitzt. Auf der anderen Seite. Das ist schon ein guter Anfang auf jeden Fall. Und da wird auf jeden Fall auch noch mehr kommen. Und das finde ich, macht er sehr, sehr gut. Also ich finde es von mir auch persönlich so ein bisschen gemein. So, ich trinke halt immer Eistee und wenn er einen Salat nimmt, nehme ich eine Pizza. So. Aber ganz ehrlich, ich muss ihn ja auch so ein bisschen wie ein harter Trainer. Ich bin wie ein harter Trainer. Nee, das tut mir manchmal schon echt leid, aber er macht es sehr gut. Ja. Er macht es sehr gut. Ich fühle mich manchmal schon ein bisschen so, wir bestellen Pizza und ich dann so, ja, ich hätte gerne Salat. Ja gut, aber guck mal, dann siehst du so, wie ich meine Pizza esse und dann musst du halt einfach so... Dann schmeckt der Salat noch besser. Nee, das nicht, aber dann musst du Stärke zeigen. Dadurch wächst du und kriegst du Kraft, dass du das durchziehst, weißt du? Ja. Weil wenn ich dann auch einen Salat esse, dann denkst du dir so, ja okay, jetzt hast du auch einen Salat gegessen, krass so. Aber wenn ich eine Pizza gegessen habe, dann denkst du danach so, boah, ich habe einen Salat gegessen, ich habe es geschafft, so, ich bin krass. Ja. Ist doch wirklich so. Ja. Du machst, ich gebe mein Bestes. Ja. Dann mach das. Ich könnte ja mal schreiben, ob man vielleicht schon ein bisschen was sieht. Ich mach mal kurz helles Licht. Was sagt ihr? Also ich finde es schon. Vielleicht im Gesicht nicht ganz so krass, aber ich sehe ihn ja auch. Da sieht man es schon auf jeden Fall. Oberkörperfrei. Ja. Da sieht man es auf jeden Fall, schon. Also okay, schon mein Arm fällt gerade fast ab. Okay, dann sehen wir uns gleich, wenn wir angekommen sind. Und wenn wir vielleicht gegessen, wenn wir essen. Bis gleich. So Leute, wir sind jetzt bei McDonald's oder Burger King angekommen. Ich habe mir hier so eine Caesar Salad geholt. Ist eigentlich ganz lecker. Der Preis ist in Ordnung, 3,79 macht eigentlich gut satt. Nur da sind so Käsestücke drin, die mag ich irgendwie überhaupt nicht. Das ist harter Käse, ne? Ja, so genau. Mag ich irgendwie nicht. Aber sonst echt lecker, also kann ich empfehlen für die Leute, die ein bisschen drauf achten wollen. Klar, das ist jetzt wahrscheinlich nicht der gesündeste Salat. Oder nein, besser als ich. Aber es ist alles besser, als jetzt mir 5 Cheeseburger reinzupfeifen. Entschuldigung, wo ich in einer Stunde sowieso wieder Hunger habe. Sie isst 2 Chili Cheeseburger, hat einen schon weg und knabbert jetzt am 2. Und dann sehen wir uns gleich zu Hause. Wir müssen noch einiges erledigen, noch einiges machen. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, bis Bescheid. So Leute, jetzt geht's nochmal an meine Haare. Also ich habe mich inzwischen echt dran gewöhnt. Ihr habt ja tatsächlich überwiegend nicht so positives Feedback da gelassen, aber ey, eure ehrliche Meinung, alles cool. Ich bin da keinem böse, der schreibt, es sieht nicht gut aus oder so. Wie gesagt, es war ja einfach nur ein Experiment. Aber es wird jetzt damit noch was passieren. Wir werden nochmal aufhellen, dass wir versuchen, nochmal das Gelb rauszukriegen und ein bisschen mehr in den Weißton zu gehen. Mone wird das Ganze jetzt nochmal machen. Ach ja. Aber ich habe mich schon mal gewöhnt, also ich finde es gar nicht mehr so schlimm. Ich finde es nur krass, wie man hier schon wieder sieht, ne? Wie einfach das Dunkle von der Kopfhaut an durchkommt. Also obwohl wir das letzte Mal bis ganz nach unten gefärbt haben, kommt es trotzdem durch. Aber ich finde es nicht schlimm. Also ich habe mich jetzt auch schon ein bisschen schon daran gewöhnt, weil jetzt, als wir das quasi das Wochenende Feiertage bei Chris waren, auch ohne Cap draußen rumgelaufen. Also ich habe mich echt eigentlich gut dran gewöhnt, aber ja, meine Engel und ich, wir machen es jetzt trotzdem nochmal, gucken, was dann draus wird und ich, wenn wir gleich dabei sind, hole ich euch nochmal dazu. So Leute, jetzt der quasi dritte Färbungsdurchgang, mal gucken, was es dann wird. Ich hoffe, es wird eher mehr dieser weißliche Ton, aber wenn nicht, ist auch jetzt keine Tragödie. Ist alles in Ordnung. Aber ihr könnt ja dann nachher oder gleich noch auf jeden Fall das Ergebnis sehen. Ich lasse das Ganze jetzt nochmal 45 Minuten einwirken. Gehe danach nochmal mit Silbershampoo wahrscheinlich drüber und dann mache dann mal so eine Pflegelotion von Vella drüber über die Haare, damit die nochmal ein bisschen kräftiger werden. Aber ja, gar kein Problem. Gar kein Problem. Das sieht schon witzig aus, so. Was haltet ihr davon, wenn ich einfach so den ganzen Tag rumlaufe, so? Nein, Quatsch. Ja, Leute, wir sehen uns gleich. Mone macht gerade alles sauber vom Färben. Und
Ja, dann gleich sehen wir das Endergebnis. So Leute, wir haben jetzt noch einen dritten Färbungsgang durchgemacht und es ist ein minimal heller geworden, aber halt auch nichts mehr anderes. Also es sieht jetzt immer noch genauso eigentlich aus, fast ein bisschen heller geworden vielleicht. Aber ich finde es okay. Ich habe jetzt von der Zuschauerin noch einen Tipp bekommen. Sekunde. Und zwar, was soll das sein? Abmattierung. Und das soll dann wirklich weiß werden, also so ein bisschen weißlich. Gucken, ob das was ist. Aber ihr könnt ja jetzt mal eure Kommentare nochmal voll schreiben und eure Meinung da reinschreiben, wie ihr das jetzt findet. Ich muss sagen, ja, ist gewöhnungsbedürftig, aber ich habe mich schon fast dran gewöhnt. Aber ja, schreibt einfach nochmal euer Feedback in die Kommentare. Meine Augen sehen gerade voll blau aus. Ich finde es gar nicht mehr so schlimm wie am Anfang. Also wie soll man das heißen? Dieses Gelbe, das war schrecklich. Aber jetzt ist es eigentlich okay. Ja. So, Schatzi, komm her. Wir müssen den Vlog beenden. Wir chillen jetzt noch was. Ich werde jetzt noch eine Runde PUBG zocken auf jeden Fall. Du, was machst du? Du chillst. Ich guck Videos. Genau, dann wird eigentlich auch schon geschlafen. Wir haben jetzt schon fast 24 Uhr, aber ich mache jetzt noch ein bisschen. Ich hab morgen früh aufstehen. Ich habe morgen Spätschicht, deswegen. Ich kann eigentlich halt aufstehen, wenn ich will, aber ich stehe morgen ganz früh auf. Ja. Damit ich ganz früh zu Hause bin, weil morgen hat meine Oma Geburtstag und dann möchte ich vor der Arbeit noch, also nach der Arbeit, bevor wir zu ihr fahren, noch einen Kuchen backen. Ja. Eigentlich einen besonderen Kuchen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. So, dann würde ich sagen, wenn euch der Vlog gefallen hat, gebt auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben und schreibt mal KobiXMone in die Kommentare. Hashtag KobiXMone, wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Und ja, dann würde ich sagen, wir sind raus. Abonniert gerne den Kanal für weitere Videos. Ja. Bleibt immer am Start, bleibt aktiv. Ja. Wir sehen uns am Samstag. Ja. Bis dahin. Ja, mach's lieb. Tschüss.